Sag mal, du hast zusammen mit deiner Mutter eine Strafanzeige erstattet. Ja, das liegt schon ein Jahr zurück. Den Vorsitzenden der AfD. Ja, ich habe Herrn Gauland verklagt. Im Namen meiner Mutter, also meine Mutter und ich haben das gemacht. Es liegt jetzt knapp über ein Jahr zurück. Und zwar war das unmittelbar nach seiner Rede vor der jungen Organisation der AfD in Thüringen. Und wo er gesagt hat, die tausendjährige, die Nazi-Zeit in der, sei nur ein Vogelschiss in der tausendjährigen deutschen Geschichte. Und dann habe ich gedacht, nee, das ich habe das meiner Mutter erzählt, die hat es auch mitbekommen. Und das, was wir erlitten haben als Familie, meine Mutter hat vier Brüder verloren. Ich habe es vorhin gesagt, der letzte wurde mit 16 abgeholt, der hat sich unten im Keller versteckt. Und die Feldjäger haben ihn abgeholt und ein paar Monate später kam er auch tot nach Hause. Der eine ist 42 in Stalingrad gefallen am Heiligabend, der andere in Rischew, 160 Kilometer westlich von Moskau. Ein anderer auf dem Weg nach Hause, vom Partisanen erschossen in Danzig. Das steckt bei uns in der Familie so dermaßen unter der Haut. Wie gesagt, kein Weihnachtsfest ohne die vier verlorenen Brüder oder die vier Onkel, die ich hätte haben können. Und ich finde dann dieses immer das Sagbare noch weiter ausdehnen. Und dann ist es der Satz, wer will schon Boateng als Nachbar haben? Dann ist es der Satz von Herrn Gauland zu sagen, die Integrationsbeauftragte, ich hoffe, ich spreche jetzt richtig aus, Frau Özügüs, sollte man in Anatolien entsorgen. Und wenn wir das alles zulassen, dass sowas gesagt werden kann. Ohne Strafe. Ohne Strafe. Ich weiß es so. Wir haben einfach mal gesagt, wir machen das. Wir haben Paragraph 189, wir haben uns beraten lassen von Bernhard Docker, dem Menschenrechtsanwalt, mit dem ich damals die Guantanamo-Geschichte mit Murat Kurnaz gemacht habe. Und er hat gesagt, pass auf, wir können Paragraph 130 machen, Volksverhetzung, oder wir können Paragraph 189 machen, Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener und so weiter. Dann haben wir das gemacht, 189. Es hat ein halbes Jahr gedauert, bis wir dann eine Antwort von der Staatsanwaltschaft in Meiningen bekamen, dass das Verfahren nicht aufgenommen wird. Es waren, wie ich dann auch erfahren habe, nicht nur wir, es waren 30, 40 andere, die am Paragraph 130 geklagt hatten. Es war mir schon irgendwie klar, denn Meinungsfreiheit ist eines der höchsten Güter bei uns, dass wir da möglicherweise nicht vorwärts kommen. Aber für uns war das, für meine Mutter und mich war das wichtig, es einfach mal getan zu haben. So.